zum Thema Ausmultiplizieren habe ich mal alles in ein Beispiel gepackt oder vieles. 2 mal in Klammern a minus 3 hoch 2 mal b. Also man erkennt, irgendetwas wird multipliziert mit irgendetwas, wo sehr viel steht, mal nochmal irgendetwas. Könntet ihr auseinanderpflücken? 2 mal a minus 3 hoch 2 ist ja nichts anderes als a minus 3 mal a minus 3 mal b. Irgendwas mal irgendwas mal irgendwas mal irgendwas. Das könnt ihr anordnen, wie ihr wollt. Ihr könnt das b auch nach vorne schreiben zu 2 mal b mal entsprechend dem Rest. Könntet dann sagen, 2 mal b multipliziere ich erst in die Klammer rein, also 2b mal a wäre 2 sortiert geschrieben ab. 2b mal minus 3, 2 mal minus 3 ist minus 6, b. Immer noch eine Klammer drumherum. Warum? Wir multiplizieren mit einer weiteren Klammer noch a minus 3 und müssen jetzt darauf achten, damit es hier nicht zu viel geworden ist, habe ich nur den ersten Pfeil angedeutet. Klammer mal Klammer heißt in dem Fall jetzt jedes mit jedem multiplizieren. Also wir fangen an. 2ab mal a ist 2a Quadrat b. Warum? A mal a ist a Quadrat. Dann habe ich den nächsten Schritt gemacht. 2ab muss auch noch multipliziert werden mit minus 3. 2 mal minus 3 ist minus 6. Ab bleibt ja noch. Minus 6b mal a ist minus 6 sortiert hingeschrieben ab. Minus 6b auch multipliziert mit minus 3. Minus mal minus ist plus. 6 mal 3, 18. B. Minus 6ab minus 6ab sind minus 12ab noch zusammengefasst und somit wäre ich fertig. Was könnte ich mit dem Ausdruck noch machen? B könnte ich direkt nach vorne ziehen zu 2 mal b mal die Klammer und ich könnte, wenn man binomische Formeln schon gemacht hat, diese Klammer hoch 2 auch ausmultiplizieren zu a Quadrat minus 6a plus 9. Wer dabei Probleme hätte, sollte sich nochmal binomische Formeln anschauen. Multipliziere dann die 2b zu jedem einzelnen Teil in die Klammer rein. 2b mal a Quadrat wäre 2a Quadrat b schon sortiert und entsprechend der Rest multipliziert gibt genau das gleiche. Ihr seht, hier ist es ein bisschen schneller. Es spricht aber nichts gegen die Notvariante, alles sauber einzeln aufzuschreiben, um auf jeden Fall auf das richtige Ergebnis zu kommen.